bin im Moment ziemlich angepisst. Das ist auch der Grund, weshalb ich diesen Part so kurz geschnitten habe. Immer wird man von jeder kleinsten Kleinigkeit erwischt. Sowas möchte ich auf keinen Fall hochladen. Ich hasse diese blöden Viecher wie die Pest. Im Original Super Metroid hatten die ja eine andere Farbe. Sie waren grün. Ich werde vor dem Kampf gegen Ridley nochmal eine kleine Pause einlegen. Der Kampf möge lustig werden. Daran ist aber auch diese blöde Tastatur schuld. Links kommen wir noch nicht weiter. Kein Wunder, dass dieser Pod die Kapazität nur um 2 erweitert. So leicht, wie er zu kriegen ist. Jetzt müssen diese blöden Viecher es auch noch rauszögern. Komisch. Warum hat er sich nicht an der Wand entlang bewegt? Vorsicht, gutes Timing bewahren und nicht zu hektisch werden. Zum Glück hat er es nicht geschafft, sich aus dem Bildschirm zu bewegen. Was habe ich denn da noch gekillt? Wenn ich da jetzt gegen die Stacheln knalle. Moment mal. Eigentlich hatte ich diese Tür rot in Erinnerung. Ist wahrscheinlich eine andere Version. Ach, ihr schon wieder. Meint ihr wirklich allen Ernstes, ihr könnt mich aufhalten? Ich habe euch schon vor langer Zeit besiegt. Unter Wasser, ohne den Gravity Seed und mit einem schwächeren Beam. Also, gebt lieber auf. Um dort oben hinzukommen, müssen wir erst Ridley besiegen. Ach, an die erinnert ihr euch doch auch noch. Hier gibt es allerdings nur 2 Varianten von diesen Viechern. Sie verursachen hier mehr Schaden, haben aber dafür weniger Ausdauer. Moment mal, ich glaube, dieser Raum sieht genauso aus wie im Original Super Metroid. Der einzige Unterschied ist die Boss-Tür.